Am 21. August feierte Jugend ohne Gott Weltpremiere in München. Mit dabei waren natürlich auch die Stars des Films. Von Jannis Niewöhner über Alicia von Rittberg bis zu Emilia Schüle und Fari Yardim. Der Film wird am 22. August dann mit dem Prädikat besonders wertvoll in Berlin ausgezeichnet. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem Titel Jugend ohne Gott? Das haben uns Emilia und Jannis im Interview verraten. Gott steht für Glaube. Jugend ohne, oder? Nee, Religion. Religion. Jugend ohne Religion, ohne Ethik, glaube ich, würde ich sagen. Ja, also es gibt, genau, dieses ohne Gott, das ist eigentlich all das, wovon man glaubt, dass es jetzt in der heutigen Welt mehr und mehr verschwindet. Also die wirklichen Werte, so auch sowas wie eine Moral oder so, ne? Das sind alles eigentlich nur noch, wird so als Phrasen abgetan, mehr und mehr. Genau. Die Themen des Films sind der Verfall von Werten wie Liebe, Moral und Menschlichkeit, während Leistung, Anpassung und Effizienz im Zentrum stehen. Wie das zu unserer aktuellen Gesellschaft passt, hat der 25-Jährige auch verraten. Ich glaube auch irgendwie der kluge Schritt zu sagen, man erzählt eine Geschichte so, ist eigentlich der, so weit zu gehen, dass man erstmal denkt, das hat ja nicht viel mit unserer Welt zu tun, ne? Irgendwie sieht die anders aus und die Technik ist weiterentwickelt und so, und dann aber vielleicht über den Film und auch bei mir so, als ich das Drehbuch gelesen habe, mehr und mehr festzustellen, es hat doch schon ganz schön viele Parallelen zu dem, was wir heute erleben, oder zumindest bewegt es sich manchmal in so eine Richtung. Wer neugierig geworden ist, der sollte ab dem 31. August unbedingt Jugend ohne Gott in den Kinos sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.